Jo, guten Morgen, ihr Tischdecken-Hater. RDLP hier und weiter geht's mit dem Drug Dealer Simulator. Wir sind auf dem Weg zu Level 95. Wow, ich hab's fast geschafft. Ist ja Wahnsinn. Und ja, in der letzten Folge haben wir wieder nur Grütze verzapft, beziehungsweise noch größere Grütze als sowieso, immerhin schon, weil es war ja das 420 Special. Hey, you wait. Und dann habe ich natürlich wieder Suspect on the run. Waschpulver in Sachen gemixt, wo kein Waschpulver reingehört. Sagt Eddie zumindest, dass Waschpulver nicht in Reed gehört, aber was weiß der Hans denn schon? Der wohnt doch noch bei seiner Mutti da hinten. Ja, was will der mir vom Geschäft erzählen? Also bei aller Liebe. So, und was mache ich überhaupt in diesem Gebäude? Weiß ich gar nicht. Habe ich überhaupt einen Koffer? Nee. Na, also ist ja wieder super. Hä, wo ist mein Graszeug hin? Ach, das habe ich ja eh schon alles weggezogen. Natürlich. Da war doch was. Ja, hier ist doch was. Sehr schön. Premium Weed. Ja, das gehen wir doch erstmal verticken, Leute. Ja, absolut. Ja, das ist richtig gutes Zeug. Ja. Beziehungsweise ich muss eigentlich meinen Ruf mal wieder nach oben brezeln, aber hey, bisschen Spaß mit den Kunden darf man ja auch wohl haben. So, 50 Gramm. Einer ist für mich. Ja, den gönne ich mir erstmal. Für alle, die das Video nicht gesehen haben vom letzten Mal, hier nochmal frohen 420 Premium und yeah, let's go. Was sind das für ein Koffer? Ah, 1000 Koffer. Ja, genau, 4000 Gramm Marihuana. 5, wisst ihr was, da können wir eigentlich verticken gehen, oder? Kann ich das bei dem Hans da hinten verkaufen? Weil ich. Ach nee, hä? Ich bin total verballert heute. Das habe ich für die letzte Folge gekauft, ne? Diese 5000 Gramm da. Ja, jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Ja, gut, da muss ich natürlich. Hey, you, stop Das right ist there. jetzt ganz schlecht. 4000 Gramm in den Rucksack. Wie soll ich das denn erklären? Da kann ich ja schlecht sagen, die habe ich im Müll gefunden, die Tasche. Keine Ahnung, wie die 5000 Gramm da in meine Tasche geraten sind. Das kann ich mir beim besten Willen nicht erklären, Herr Officer. Du, ich bin aufgewacht und plötzlich waren da 5000 Gramm in meiner Tasche. Ja, dabei hatte ich ursprünglich da nur Tennisbälle drin. So, die finden mich schon nicht. Da bin ich mal ganz optimistisch. Scheiße, der hat mich gesehen. Wo muss ich hin? Hier. What the fuck, hat der Adleraugen oder was? Hock mich mal in die Ecke hin. Ich verkrümel mich jetzt mal. Wie ein Keks. Also, wenn der jetzt um die Ecke sprintet und mich sieht, ne, dann wird das der Cop des Jahres. Boah, wie viele das sind? Guckt euch das mal an. 20.000 Cops von RDLPs Geschäft schädigen, doch er lässt es nicht zu. Ja, weil ich der absolute Waschpulverlord bin. Was wollt ihr tun? So, ich glaube, der ist weg. Dann renne ich jetzt einfach in meine Bude. Ja, von wegen, der ist weg. Da steht noch einer. Ich tiger mal langsam zurück. Oh Mann, was mache ich denn jetzt? Hä, ist er weggespawnt oder was? Ja, okay. Grünes Licht. Ab in die Bude. Beine hochlegen. Oh, noch mehr Cops. Ey, bin ich schon wieder. Ja, hä? Ich bin noch gar nicht total auf Anschlag. Was geht denn ab jetzt? Die tun ja so, als ob ich hier wieder alles auf Rot hätte, aber das ist ja gar nicht der Fall. Es ist nur auf Dunkelgelb. Ja, also was stellen die sich hier an? So, jetzt muss ich erstmal meine 5000 Gramm wiederfinden. Ja, die kann man ruhig mal verlieren, ist ja kein Problem. Ich hab's ja sowieso. Ja, und Eddie, der kann mich eh mal. Seine Einschüchterungsversuche, ja, die habe ich jetzt 250 Videos ertragen und da hatte ich Angst vor. Der Zug ist abgefahren, also der Käsekuchen ist gegessen. Vor Eddie habe ich keine Angst mehr. Eddie, ich hab's dir jetzt gemeint, bitte schick Killerkommando nicht. So, genau, ich muss zu diesen Typen und dann werde ich die ganze Grütze mal los. Ja, ich kaufe das teuer bei Eddie und verkaufe es günstiger bei diesem Schmierlappen. Aber das passt schon. So, wo muss ich denn nochmal rein? Ich habe das ewig nicht gespielt hier. So, hier, ne? Nee, ich weiß, dass das falsch ist. Hier ist das. Ja. Oh, shit, Cops. Oh, habe ich die jetzt hier hingelotst? Da du hast ja bestimmt hier irgendwelche Steinschleudern, mit denen du die fernhalten kannst. Alles gut. Ja, hast du was für mich? Nee, ich muss weiter. Klar, wirf mal einen Blick drauf. Hier, 4000 Gramm, du Hans. 4100 sogar. Ideal, das sind insgesamt 4100 Gramm. Das macht dann 16.000 für dich, mein Freund. Wow, okay, mache ich. Der hat 16.000, ist nicht schlecht. Ich glaube, ich habe zwar bei Eddie für über 20.000 gekauft, aber Hauptsache die Kohle ist wieder drin, weil ich brauche die ganze Grütze ja sowieso nicht. Ist das.
Ist jetzt ganz schlicht. Oh Mann, ey. Ich habe nicht so viel Platz, Mann. Kann ich den Safe nicht mitnehmen? Bleibt es im Safe? Ich weiß es nicht. Ich habe so viele Fragen. So. Ja, ich spiele das erst seit 250 Videos. Da kann ich auch nicht alles wissen hier. Dann geben wir Eddie mal schon ein bisschen Kohle, würde ich sagen. Damit der nicht wieder rumheult. Was ist das denn hier? Boah, ich dachte, ich habe irgend so eine Secret-Figur gefunden. Ja, ja, meine drei Impfungen, die knallen immer noch rein. Ich sehe alles noch verschwommen und so weiter. Nee, alles gut. Alles gut. So. Zack. Und dann wollte ich Eddie Geld geben. Bald kündige ich auch bei Eddie, das hatte ich ja schon angekündigt. Aber noch ist die Zeit nicht reif, um mich selbst vollständig selbstständig zu machen. Bei Cage habe ich ja schon gekündigt. Bei Eddie jetzt auch noch. Oh Mann, der Ruf ist ja komplett weg. So, ich muss erstmal Marihuana einschalten. Ja, mach's mal richtig günstig. Die Grütze muss weg. So, bearbeiten. $1. Ich sagte $1. Geht das nicht? Hä? Caps ist an. Oh. Oh, natürlich. So, $1. Das werden ja wohl ein paar Hänsel kaufen wollen. Ach, stimmt. Nee, nee, Kommando zurück. Das kann ich ja so gar nicht verkaufen. Das müsste ich ja noch durch den Trockner jagen und so. Kommando zurück. Ja, das Waschpulver-Weed wird als Koks verkauft und nicht anders. So sieht's mal aus. Habe ich hier noch DMT und so? Ja, habe ich. Dann werde ich das jetzt auch pur verticken einmal. Ja, ich verticke jetzt erstmal pur, damit wir wieder einen guten Ruf haben. Einschalten. Ach komm, schon $7 ist zu teuer. Willst mich verkohlen? Okay, dann mach mal 6. Ja, einschalten. Ja, ist zu teuer. Na, $7 für Fliegenpilze, ey. Die haben sie doch nicht alle, die Kunden. Naja. Zack. Bisschen das Angebot nach vorne pushen. Ja, toll. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich richtig viel, so ein Batzen Geld verdient habe. Und Eddie will direkt wieder die ganze Kohle. Ja, Eddie, das ist echt nicht fair von dir. Was machst du mit mir? Ich dachte, wir sind Freunde. Ja, die Freundschaft habe ich dir schon vor 100 Videos gekündigt. 11.000. Wow. Dankeschön, Eddie, dass du mich arm gemacht hast. Dankeschön, Eddie, dass ich jetzt wieder pleite bin. So, ich hole noch den restlichen Batzen Geld aus dem Safe. Den Leuten da hinten, den traue ich nicht. Ja, ich glaube, die lassen so $2 verschwinden, um sich Center Shock zu kaufen. Nicht mit mir. Ja, ich habe mir ganz genau gemerkt, wie viele Dollars das waren. Und wenn dann nur ein Döllerchen fehlt, dann gibt es aber sowas von aufs Fress, ja. Und dann ist hier nicht mehr gut Apfelkuchen essen mit mir. Also das sehe ich hier nicht ein. Wir, da fehlt auch nur ein Centchen. Ja, du. Holla. Topfdeckel. So, zack. Akzeptieren. Dankeschön. Gut. Ich habe nochmal nachgezählt und es fehlt tatsächlich was. Die Bude steht heute Nacht in Flammen. Das kann ich euch jetzt schon schriftlich geben. Ja, gut. Also ich habe es schon wieder voll vergeigt. Mein Ruf ist wieder total dahin. Kaum ist mein Ruf mal wieder gut, denke ich mir so, ach komm. 20 Videos, die Kunden umbringen, das muss doch drin sein. Das wird mein Ruf schon aufhalten. Ja, und dann passiert wieder sowas. Hä? Suchen? Ach so. Ich habe da Stefan gelesen. Ich soll Stefan unter den Trümmern suchen, habe ich gelesen. Was? Ja, Stefan, ich helfe dir, ich rette dich. Kein Problem. So, mach mal das Licht an, ich sehe nichts. Boah, ich bin ja komplett platt heute. Ja, gibt es jetzt schon irgendwelche tollen Bestellungen? Wow, die Kunden sind ja richtig am Ausrasten. Ach, du kannst mich mal. Du bestellst bei RDLP, das ist so, wie wenn du beim Mc's 5-Sterne-Gericht erwartest. Ja, geh mir nicht auf den Lenz hier. Hä? Wieso kann ich das jetzt nicht beantworten? Egal. Irgendeine Chance? 15 Gramm? Ja, ja. Kann ich vielleicht erstmal hier was machen? Hero, klar doch. Geld, sicher. Aber gerne doch. So, habe ich noch irgendwo Heroin? Ja. Wie viel wollte der denn haben? Ich mache einfach mal 30 Gramm. Und meine... Ah, ist schon wieder sehr laut hier. Finde ich sehr korrekt. Finde ich sehr cool. Ja, danke für diese Rücksichtnahme. Ich muss hier Videos aufnehmen. Ach, egal, Leute. Ich will mich da nicht wieder drüber aufregen. Ich stopfe mir gleich die Ohrenstöpsel rein. Dann geht's weiter. Upsala. SLP, deine Mische war Koks, oder? Ich hoffe es. Ich weiß es nicht, bin mir da nicht sicher gerade. Ich verkaufe das jetzt einfach mal. Ja, es passt schon heute. Ja, das Video wird heute, glaube ich, nicht so lange gehen, weil ich habe ja jetzt kaum Bestellungen. Das muss ich dann in der nächsten Folge ein bisschen anpassen.
Und wieder vor dem Video, ja, 3 Stunden im Vorfeld Time Fast machen, damit das hier läuft. Oh Mann, ich wollte dem Hans eine Probierprobe geben. Ja, wenn die Metzgerin mir eine Scheibe Wurst geben will, dann tigern auch nicht 1000 Cops rum. Ist das eigentlich erlaubt? Dürfen die das? Hä, wo ist denn mein Waschpulver-Weed hin? Ich glaub's ja nicht. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin RDLP. Waschpulver-Lord. Amys Ehemann. Mich muss man kennen. Wo steht der denn ganz? Oh Mann. Fort Pupu wieder. Du Hans. 19 Gramm. Na, gerne doch. Boah, ey, wie kann man sich nur Heroin gönnen? Waschpulver geht klar, aber Heroin, das ist mir dann doch zu abgespaced, ja, also wirklich. So, hier, zack. Nächster Kunde, das wird hier jetzt ein Eilverfahren. Ich mache jetzt einen Fastfood-Laden hier raus. Keiner soll länger als 30 Sekunden auf seine Pommes auf sein Heroin warten. So sieht's mal aus. So, Alter, ich bin so ein Speedrunner geworden. Zack. Cordian Bleu. Ja, genau, Cordian Bleu. Cordon Bleu, naja, du Hans, du. So, zack. Und dann noch die letzte Schachtel. Ja, ich sagte die letzte Schachtel. Das ist gar keine Schachtel, das ist ein Kerl. $836 und deswegen tiger ich hier raus, oder was? Ich kann Eddie nochmal seine Kohle bringen, am besten. Und ich hoffe, mein Ruf ist jetzt wieder hergestellt. Ich meine, das ist ja Wahnsinn, was ich hier jetzt geleistet habe heute. Das ist ja nicht von schlechten Eltern. Ups, meine Gabel. So, nee, ist natürlich alles noch dahin. Schulden, Schulden, Schulden. Ich habe immer nur Schulden. Ja, Eddie, irgendwann wirst du mir was schulden, und zwar Kekse. So, zack. Lad mich doch mal auf ein Käffchen ein oder ein Tässchen Tee. Ja, das wäre wohl das Mindeste, wenn ich dich hier zum Millionär mache. Also wirklich. So. Zweimal Eddie das Geld bringen. Ich habe immer noch Schulden. Der Boss wird nervös. Ich habe dir schon zweimal Geld gegeben. Was willst du denn noch, du gieriger Mistsack? Oh Mann. So Leute, das wär's erstmal für dieses Video. Nächste Folge baller ich dann wieder den Zeitsprung rein, damit wir wieder ganz viele Bestellungen haben und den Ruf retten können. Bis dahin, euer Waschpulverlord, RDLP.